Ich unterrichte an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung und nebenher bin ich der Gründer des Beyond Future Design Festivals. Und da haben wir auch ein internationales Symposium, wo wir immer wieder so verschiedene Themenschwerpunkte haben. Einer davon ist jetzt seit 5, 6 Jahren eben diese Fragestellung von künstlicher und künstlerischer Intelligenz. Und also Kunst, Technologie und Wissenschaft. Es war ganz interessant, wo wir da vor 15 Jahren ein Institut gegründet haben, um das zu erforschen. Da war das wirklich so ein pinker Elefant. Also Kunst und Wissenschaft und Technologie, das geht schon mal gleich gar nicht zusammen. Inzwischen ist es ein ziemlich heißer Topic, weil sich natürlich viele Leute einig sind, dass wir Künstler, auch wenn wir sehr subjektiv sind, ja, uns ja trotzdem auf eine reale Welt beziehen und Wissenschaftler eigentlich auch Geschichtenerzähler sind, einsetzen. Da wir dieses Future Design Institute haben und es ja auch einer eurer Slogan hier ist, wir gestalten Zukunft, wollte ich mal so ein bisschen unseren Zukunftsgestaltungsansatz nehmen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch Design Thinking, oder das ist einfach nur ein Name dafür, wie man normalerweise einfach forscht. Man fängt an sozusagen immer mehr zu konvergieren, um letztendlich zu einem Ergebnis zu kommen. Und da schreibt man dann einen Businessplan, und bis man den Businessplan geschrieben hat, ist der völlig außer Mode gekommen, weil inzwischen hat sich Technologie verändert. Und da man ihn aber geschrieben hat, muss man jetzt dieses Ziel einhalten, ob das jetzt in den Forschungsanträgen ist oder mit seinem Business, das man gegründet hat. Jetzt hat man das Geld bekommen, hat ein Ziel formuliert, ja, aber inzwischen hat sich die Welt geändert und jetzt bleibt man sozusagen auf dieser Scheuklappengeschichte und versucht irgendwie das einzuhalten, was man versprochen hat. Und unser Ansatz war eben bei Future Thinking ist einfach immer die Scheuklappen ganz weit aufmachen. Und kommt eine ganz lange Zeit, passiert fast gar nichts und dann gehen die Dinger durch die Decke. Und das sind alles bei diesen Sachen, die wir disruptive Technologien nennen, der Fall. Die große Gefahr von künstlicher Intelligenz ist, dass sie zu gut wird. Und deswegen, dass sie die Potenzialität hat, uns in ganz, ganz vielen Dingen im Detail jetzt noch in bestimmten Arbeitsbereichen schlicht und einfach abzuhängen. Also deswegen nicht Partner zu werden, sondern tatsächlich Konkurrent. Die Landschaft von künstlicher Intelligenz, ganz viele Dinge, die noch vor kurzem man für unmöglich gehalten hat, also sind für uns jetzt alle schon selbstverständlich. Natürlich spielt eine Maschine besser Schach wie ich, ja, sie ist besser in Jeopardy, sie hat uns jetzt auch in Go überholt, ja, und das Wasser steigt. Und wir werden sehen, und das werde ich auch versuchen zu erklären, dass eine bestimmte Form von Wissenschaft, das Design von AI, aber vor allem Kunst sozusagen unser Last Stand wird. Und künstliche Intelligenz kann menschliches Level ungefähr 2029 erreichen. 90% unseres Bildungssystems baut darauf, euch genau das beizubringen, wo Computer irgendwann mal besser werden wie ihr. Das Schöne an Kreativität ist, und das ist unsere Domäne, dass keiner weiß, was es ist. Und wenn du nicht weißt, was es ist, kannst du nicht programmieren. So einfach. Künstliche Intelligenz kann nur mit existierenden Daten gefüttert werden und daraus Hochrechnungen machen. Es hat keinerlei Vorstellungskraft. Das ist ja auch befreiend für uns erstmal. Also erst, wenn Superintelligenz ist, wissen wir nicht, was dann passieren wird. Aber bis dahin können wir sicher davon ausgehen, dass diese Talente, wenn wir die für uns ausentwickeln, tatsächlich relevant bleiben. Aber wenn wir sozusagen quasi völlig neue Geschichten trainieren, die spezifisch erstmal nicht algorithmisierbar sind, wenn wir da an dieser Ausbildung arbeiten, dann können wir Berufsbilder für die Zukunft erarbeiten, die noch relativ angenehm und zukunftssicher sind. Und eine der ganz, ganz interessanten Geschichten ist, eine künstliche Intelligenz kann keine interessante Frage stellen. Aber wenn eben richtige Antworten billig werden durch künstliche Intelligenz, dann werden interessante Fragen der neue Reichtum. Weil nämlich die Frage für mich ist nicht, gibt es eine kreative künstliche Intelligenz, sondern gibt es eine inspirierende künstliche Intelligenz. Wir können künstliche Intelligenz als eine Muse oder als eine Inspiration für, nicht nur als Handwerk, sondern tatsächlich auch als inspirativen Partner verwenden. Das erste Projekt, an dem ich ziemlich mit dabei war, war dieser, das ist Roman Lipsky, ein Maler aus der Tschechei, und der Florian Domann, mein Kumpel von Birds on Mars. Also Roman geht auf die Bühne mit einer Leinwand und fängt an zu malen, und wenn ihm nichts mehr einfällt, geht er an seine KI, die guckt das Ding mit einer Kamera an und die sagt so,
Du könntest so weitermachen oder so weitermachen, so weitermachen. Und er schaut dann die Vorschläge der KI an, bis er wieder eine Idee hat, die ihm gefällt. Und dann malt er weiter. Und so hat er plötzlich eine dialogische Muse. Er nennt sie auch die Muse. Einen Inspirationspartner. Er macht nicht, was die KI sagt. Aber er lässt sich von der KI inspirieren. Tools, aber wichtig ist, der Kreative erstmal entscheidet, was die KI tun soll. Also die KI entscheidet gar nichts. Wir geben erstmal eine Vorgabe, da wollen wir hin. Wir holen die coolsten Köpfe, die wir kriegen, auf der Welt zusammen und sagen, lass uns mal zusammensetzen und zu überlegen, was für eine Welt wollen wir 2050 unseren Enkeln überlassen. Und die visualisieren wir. Wir kreieren diese Welt künstlich und dann sagen wir deinen Supercomputern Countdown. Das ist der Datensatz, wo wir hinwollen. Der imaginierte Datensatz, wo wir hinwollen. Und den Datensatz, wo wir sind, wissen wir ja. Und jetzt muss mal dein Computer versuchen, von dem Datensatz zu gehen. Und dann haben wir zumindest mal eine Spur, wo, an welchen Parametern musst du eigentlich rumschrauben, um zu diesem Datensatz zu gelangen. Und damit können wir eine Debatte erzeugen. Das wird nicht so einfach sein, wie es jetzt klingt. Aber wir können eine gesellschaftliche Debatte erzeugen, dass wir Zukünfte gestalten können. Wir könnten eine KI trainieren mit völlig imaginierten, völlig absurden Datensätzen, die wir aus Vorstellungen. Die KI kann ja nicht entscheiden, was ein wirklicher Datensatz ist oder was ein fiktiver Datensatz ist. Das heißt, wir können eine KI mit einem utopischen Datensatz trainieren. Deswegen sind die Ideen von heute die Fundamente für die potenzielle Geschichte von morgen. Und deswegen Zukunftsentwickler entwickeln nicht nur das Design oder Modelle für die Zukunft, sondern neue Erzählungen und neue Visionen für die Zukunft, indem wir Möglichkeiten und wünschenswerte Unwahrscheinlichkeiten in die Welt setzen. Und das will ich euch eigentlich so anregen, so nicht versucht das Unmögliche, sondern öffnet mit euch euren Vorstellungen zu wünschenswerten Unwahrscheinlichkeiten.